So, herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Diablo 3 Reaper of Souls in der Hardcore-Season mit unserem Dämonenjäger. Und ich würde einfach, ja, da weitermachen, wo wir letzte Folge aufgehört haben und dem Leveln unserer legendären Edelsteine. Und wir sind ja hier bei Qual 12 stehen geblieben. Das heißt, wir laufen jetzt die 13er, um die nächsten Stufen hochzurennen oder den nächsten Level zu machen für unsere Juwelen, damit wir dann ja auch weiter im Atlas kommen können. Im Atlas sage ich, im Altar. Da haben wir eine recht schwere Aufgabe noch vor uns, den Schrein abzuschließen. Ich wollte hier noch mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Ja, okay. Hier ist sogar noch ein bisschen mehr als nur etwas. Auf jeden Fall der Schrein, gerade im Hardcore, kann das richtig, unangenehm werden. Deswegen, habe ich noch ein bisschen Bedenken, weil wir noch wir sind noch eigentlich noch ein bisschen zu schwach. Und ich glaube, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt einfach so leichtfertig mal den Char wegwerfen will. Einfach nur, weil ich das ausprobieren... Weil ich das gerne mal ausprobieren würde, ob das irgendwie passt. Dafür ist, das ein bisschen schlecht, das direkt beim Schrein auszuprobieren. Also wir haben schon gesehen, wir können Qual 16 laufen. Wir laufen jetzt quasi noch die kleineren Qualstufen, einfach um ein bisschen Money noch zu sparen beim Leveln der Edelsteine. Aber jetzt kostet uns ja ein Run auch schon 25 Mille. Ist, glaube ich, nicht mehr viel. Ja, das ist die Friedhofs-Area. Das ist so eine Area, die ist immer eigentlich ganz nett. Deswegen farm ich die gerne, versuche ich immer so 100% mehr anzuschauen, die Map. Ja. Und in dem Fall ist es eher der kleine. Es gibt die auch noch in größer. In größer ist die natürlich meistens dann ein Garant, dass man in den einen Run auch den Greater Rift Boss sieht. Selbst jetzt haben wir ja schon, keine Ahnung, 90%, 95%, 90% vielleicht. Allein nur in der einen Ebene gehabt. Unser Ziel ist ja jetzt erstmal in solide Stärke von unseren legendären Edelsteinen zu bekommen und dann die ersten Edelsteine hochzuleveln, um diese dann auf unsere Ausrüstung zu pressen, weil da können wir unseren Mainstat damit erhöhen. Oh, schlüpfriger. Okay. Und wieder ein Schrei. Ja,
Das Spiel will unbedingt, dass wir den Schrein laufen. Ich merke das schon, ich merke das schon. So, Level up. Ja, bis 200 würde ich, glaube ich, noch gehen und den Rest können wir dann wieder in Mainstead packen. So, gleich in die nächste Map rein. Aber wir sehen schon, wir sind jetzt nur auf Ball 13. Und die Elite-Mobs, ja, sind noch easy. Aber wir merken schon langsam, es zieht schon an. Das ist erst bei 100, bei Stufe 60, ne? Wir müssen ja beim Altar diesen Schrein oder diesen Ding abzugeben. Oh, das Ding war tot. Okay, interessant. Müssen wir 125, also Level 125 abgeben. Das heißt, wir müssen mindestens 126 schaffen. Und wir sehen, das ist jetzt schon bei 60, wir schon sehen, dass der Schwierigkeitsgrad ansteigt. Deswegen, wir sind noch nicht ganz so weit, um das alles zu schaffen. Ja, vielleicht waren wir ein bisschen zu lange mit dem Starter-Set unterwegs, aber das ist auch immer ein bisschen so die Glückssache, welche Items bekommt man. Und wir sind ja eine relativ lange Zeit ja mit dem Starter-Set wirklich ganz gut gefahren. Bloß erst später haben wir dann gesehen, bei den 80er, 90er, 100, 110er Rifts. Ja, es fehlt wirklich an Zähigkeit. Wir schaffen das sonst nicht. Im Softcore wäre es mir egal. Also im Softcore würde ich da einfach laufen und wenn ich dann sterbe, naja. Das ist nicht entscheidend, ne? Aber das ist leider für Hardcore keine Option, also keine. Auch nicht, was ich mal testen möchte. Ja, schau, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube, wir können Richtung Ausgang. Ja, es ist auch so, die Fallen, ne? Die könnten ein bisschen größeren AOE, also größere AOE-Fläche haben. Manchmal ist es, ja, zwickt. Manchmal ein bisschen klein, wann die Mobs noch explodieren und wann nicht mehr. So. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Aber bestimmt. In die Stadt zurück. Wir hatten ja jetzt noch 17, ja, 16, genau, zwei Runs haben wir ja schon gemacht. Portalschlüssel, das heißt, wir müssten dann auch in der nächsten Folge wahrscheinlich erstmal wieder Portalschlüssel farmen. Und Zusammenkunft der Elemente hatte ich leider auch noch nicht oft diese Season. Der Rest ist ja egal.
Den kloppen wir hier in die Tonne. So. Die Frage, ja. Ich wollte es nur noch mal schauen. Normalerweise ist da die Sackgasse. Aber es gibt auch eine Map, wo das genau umgedreht ist. Und da wollte ich jetzt noch mal kurz sicher gehen. Den Fortschritt einsammeln, damit wir hier schnell rauskommen. Hier schon. Diesmal nicht. Schrein, den nehmen wir dankend mit. Ja. Nice. Hier. Schön euch zu sehen. Perfekt. Ich muss zurückkehren. So schnell kann es gehen. 3 Runs abgeschlossen. Ich danke euch für euer Kommen. Ihr habt bewiesen, dass ihr eure. So, das heißt, für den nächsten Run so wieder ein Flashdring. Ich habe mir vorgenommen, mal ein bisschen Flashdringe. Warte mal, den einen könnten wir sogar opfern. Die anderen 3 würde ich dann gerne mit euch zum Ende der Folge nochmal laufen. Weil ich würde gern einen hier in den Cube reinlegen. Einfach was man hat, hat man abgelegt. So, dann können wir hier nochmal bei Calandra einkaufen. Wir suchen ja immer noch uralte Items. Hatte ich dabei? Nicht so schüchtern. Was? Das hatte ich dabei? Kommt bald wieder. Eher traurige Ausbeute. So, reparieren. Level up. So, das heißt, wir gehen schon auf Qual 14 jetzt. Ja, jetzt zahlt man schon 30 Mille.
Ja. Ja. Es läuft, es läuft. Es ist okay. Sehr gut. Vielleicht zwei Schreine hintereinander. Ich möchte nur hier raus. Ungern da drin stehen bleiben. Ja, das bringt Fortschritt, das bringt Fortschritt. Deswegen, ich liebe den Friedhof, der ist so nice zum Laufen. Selten, dass hier mal eine Map wirklich doof ist. Dann auch noch so eine Gefängnismap, aber ich glaube, die habe ich noch in der Season noch nicht einmal gesehen. Das werdet ihr nicht überleben. In einem Rift kann mich nicht daran erinnern, die schon mal gesehen zu haben in dieser Season. Das ist, glaube ich, so meine Lieblingsmap. Der Friedhof, der kommt irgendwie nur selten oder nicht so oft. Ein Friedhof, sage ich, Gefängnis, also so ein Gefängnis. Zellen, also sind mehrere Zellen. So ein riesen Zellenblock. Ja, hier war das genau. Und der Friedhof kommt eigentlich danach, nach dem Gefängnis. So, unser Ziel ist ja jetzt einmal mindestens auf 70 überall zu kommen. Weil dann hätten wir auch den nächsten Punkt in der Season-Reise abgeschlossen. Ich kehre in die Stadt zurück. Ein guter Kampf. Das ist ja Wahnsinn. Ja, brauchen wir nicht wirklich. Ich glaube, das war die erste Runde, ne? 55. Die erste Runde war das erst. Ja, die Affen sind auch ein bisschen nervig. Dazu hier noch. Aber gefühlt leckt es so ein bisschen gerade. Ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn die Dings stirbt, die Begleiterin.
gefällt mir gar nicht. Weil das ist immer so das erste Anzeichen, ne? Okay, verlassen wir mal die Ebene. Weil wenn die jetzt hier schon auf 65 schon Schwierigkeiten hat zum Überleben, wie wird es dann sein auf ja, 100 oder 120, ne? Ich wollte jetzt nicht stehen bleiben und blenden. Ja, wir müssen das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich muss zurückkehren. Klar, wir könnten ihr dann auch natürlich hier einen voll hochgelevelten Juwel geben. Schon wieder ein Schrei. Unangenehm. So, letzte Runde auf 14. Hier ist die Sackgasse. Also immer so 50-50, ne? Entweder die Sackgasse geradeaus oder links oder rechts. Ja, so eine Mini-Winnie-Ebene. Es kann auch sein, dass es auf der Ebene, an der der Monster lag, irgendwie. Weil jetzt, ja, sie kriegt mal Schaden rein, aber sie droppt nicht down oder low oder komplett down, sondern
Okay. Ja, auf der, die letzten anderthalb Runs, was jetzt dann waren, hat es auf jeden Fall wieder besser ausgeschaut um unsere Begleiterin. Versucht das immer so ein bisschen mit dem Auge zu behalten, weil das natürlich auch ein Indikator ist, wie gut wir sind, wir schon für die nächsten Sachen prepared. Sehr gut. Ihr habt eure Prüfung abgeschlossen. Wenn wir hier klagen, brauchen wir jetzt nicht wirklich. Okay. Ja, das war jetzt, waren jetzt alle drei, ja. Okay, dann gehen wir auf 15 rauf. Ja, Damage-wise ist schon ganz okay. Auch Zähigkeit, wir kassieren keine wirklichen harten Treffer aktuell. Wir sind aber auch noch mit 70, ne? Wir sind ja jetzt noch ungefähr bei Halbzeit. Es geht ja bis 150 dann rauf für die. Wenn man genug Stats hat, genug Damage etc. Auch Paragon. Und dann kann man natürlich ganz oben mitspielen. Ich glaube nicht, dass wir das ja sehen werden in diesem Spielstand. Aber wir sind jetzt hier fleißig dabei, unsere Sachen hochzugrinden. Also dann. Ich hatte gerade kurz so den Eindruck gemacht, als hätten wir kein Elite-Pack bekommen. Sind die Schilder immer ein bisschen tricky, weil einer hat immer das Schild und der gibt es dann immer an den nächsten weiter. Wollt ihr noch mehr?
Na? Den Ding nicht erwischt, den Pylonen. Dann laufen oben lang. Doch, hat schon gestimmt. Sehr gut, endlich mal wieder ein Elite-Pack. Bin ja echt lange gelaufen. Ja, ist immer blöd, wenn der so weit weg ist, dann müssen wir erst hinlaufen, dann können wir blenden und dann können wir erst Damage machen. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch so war in den anderen Season, dass so oft ein Schrein getroppt ist oder ob sie das hochgedreht haben. Aber ich hatte noch, ich hatte echt noch in Erinnerung, dass es immer recht mühsam war, so einen Schrei zu bekommen. Hier so einen Erstarterschrei. Aber nichts dabei. Dass es irgendwie immer mühsam war, die Dinger zu bekommen. Aber okay. Scheinbar, vielleicht wurde das ja auch geändert, ja. Ist ja möglich, ne? Vielleicht auch nur für die Season, weil sie gewusst haben, dass man den farmen muss für den Altar. Manchmal ist hier schon die Sackgasse und deswegen habe ich kurz da reingeschaut. Dann laufen wir hier weiter, ist kein Problem. Das ist halt auch irgendwie schade, dass es irgendwie absolut irrelevant ist, wo man hinläuft und was man hier abläuft. Das ist die ersten Male noch irgendwie interessant oder neu oder whatever. Aber wenn man dann doch schon mal die eine oder andere Stunde hier versenkt hat, dann ist es ein bisschen schade, dass es so irrelevant ist, wohin es geht eigentlich. Weil eigentlich läuft man nur die großen, oder die Great Rifts, um seine legendären Edelsteine zu bekommen und zu leveln. Und das ist irgendwie das ganze Endgame von diesen Great Rifts. Also mit dem einen sammelt man die Portale, also die Schlüssel, die Portalschlüssel, und im zweiten kann man dann seine Edelsteine
leveln. Hier ist das nächste, endlich mal wieder. Das ist eher sparsamer Rift diesmal. Oh, jetzt bin mal kurz getroppt ein bisschen. Ja, das Anspringen ist auch so eine Fähigkeit von den Monstern, die für Hardcore ein bisschen unangenehm werden kann. Wenn man dann permanent Damage bekommt und wenn es nur kleiner Schaden ist, dann funktionieren einige von diesen, ja, von diesen Survival, ja, Taktiken, würde ich es mal nennen, die man dann so versucht umzusetzen oder zu bauen, nicht, weil die dann permanent getriggert sind und dann meistens oder oft nicht mehr so viel oder weniger Schutz bieten. Und es ist meistens besser, lieber weniger Treffer zu bekommen, dafür aber größere Hits auszuhalten, als permanent kleine Nadelstiche zu bekommen. Das ist meistens ein bisschen, ja, suboptimal. Ja, wir sind angekommen, laufen wir gleich durchs Portal durch. Man könnte noch die Ebene irgendwie weiter farmen, aber ja. Macht leider nicht so viel Sinn, deswegen. Ach, der ist da hinten. Hier noch wer? Ja. Wir sind schon wieder voll. Ich muss zurückkehren. Erst die Blutsplitter ausgeben und dann. Ihr seht aus, als könntet ihr vergessen, nicht, dass ich das Glück stets wandle. Oh, ich bin überlastet. Das gefällt mir. Kann ich es zurückhaben? Na. Lasst mich den Edelstein sehen. So, und die nächsten auf 60. Ja, und ihr seht, jetzt geht langsam Money schon ordentlich runter. Wir hatten über 1,1 Milliarden. Jetzt nur 870. So, Lagen. Dann soll man sogar noch einen zweiten Zusammenkunft der Elemente bekommen. Davon habe ich diese Season auch ein bisschen wenig bekommen, von so Gefühl zumindest. Von guten Ringen. Das steht euch bestimmt gut. Vergesst nicht, dass ich das Glück stets wandle. Mein Gepäck ist voll. Aber crazy, dass wir da so wenig rausbekommen. Achso, ich würde noch hier die letzten Splitter raushauen. Das ist doch. Das kann ich mir nicht leisten. Ich glaube, wir werden dann erstmal auf was, irgendein anderes Item rollen.
Welches Item könnten wir als nächstes rollen versuchen? Was haben wir? Was müssten wir beim Schmied rollen? Das auch. Ja, im Prinzip. Das ist der Schmied. Wir könnten als nächstes auf den Kopf gehen und versuchen, da ein uraltes Item zu bekommen. Wir könnten auch herstellen, ein paar Sachen versuchen herzustellen und ja, könnten. Jetzt machen wir erstmal hier weiter mit unseren Edelsteinen. Der letzte Q13 waren. Ist ja noch ein Überbleibsel von dem Elite-Pack. Ich weiß auch nicht, ob das Portal, ob der Schrein, ob die das angepasst haben, ne, Blizzard, ob das jetzt leichter geworden ist oder für Hardcore eher schwieriger ist. Also ich hatte immer, ich weiß gar nicht, ab Season 25 oder 26 kam das ja, das Item. Autsch, das hat weh. Und damals war es auf jeden Fall noch so, dass, ja, das eines der häufigsten Gründe war, warum ein Hardcore-Char gestorben ist. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass irgendein Video, glaube ich, von letzter Season gab, 25, wo auch wer gestorben ist da drin. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Deswegen, bei mir ist das halt so abgespeichert, ja, eher schwierig. Für Hardcore, wenn du nicht wirklich gut schon bist und mega aushältst. Weil, ja, oft ist der reine Damage nicht so das Problem, sondern den kriegt man noch irgendwie hin. Aber oft ist es ein bisschen das Problem mit der Zähigkeit und mit dem Aushalten. Da gibt es immer so... Ich weiß nicht, waren das Explosionen, Einschläge, Meteoriten irgendwie, und die machen richtig Aua, und wenn du davon 2-3 getroffen wirst, selbst wenn du mit 2 Nap-Talenten reingehst, und ja, es ist schwierig. Auch dass man ja, wenn man sagt, okay, mir reicht's erstmal, ich möchte abbrechen, kannst du ja nicht einfach so abbrechen, sondern du musst das irgendwie auslaufen lassen, darfst aber keinen Schaden mehr machen. Das heißt, es werden immer mehr Monster, bis so viele da sind, dass es automatisch aufhört. Und das ist aber dann nochmal so eine super kritische Phase, bis die Mobs alle verschwinden und das Portal automatisch beendet wird. Und wenn du da schon dann in den Troubles kommst und hast schon vielleicht 2 Nap-Talente ausgelöst und du versuchst dann zwischen noch mehr Monstern irgendwie durchzuhuschen, kann das schnell nach hinten losgehen. So. Ach, hier habe ich einen übersehen.
Schon wieder ein Schrei. Crazy. Ich glaube, den haben wir schon. Ich glaube, das war immer der letzte Referent, ne? 60, 60. Ja. Okay, Wahl 16. Also es lag wirklich wohl an der einen Ebene, warum unsere Begleiterin so down gegangen ist, so oft. Weil jetzt auf 15 ist sie, glaube ich, nicht einmal down gegangen. Oh, ja, ja, die Dinger sind sehr unangenehm. Die mit ihren komischen Armen. Aber hier nach oben, weil ich will die Ebene schneller verlassen. Weil das Dings ist auch down. Gerade habe ich noch gesagt, die ist bis jetzt dann nicht mehr down gegangen, aber die komischen Poison-Dinger sind richtig unangenehm. Deswegen wollte ich jetzt auch schon die Ebene verlassen. Weil wenn du da mal eingekesselt wirst, kann das auch sehr unangenehm werden. Die Ebene mag ich überhaupt nicht. Das ist so eine von meinen Ebenen, die ich irgendwie richtig doof finde. Weil es hier auch, glaube ich, so ganz, ganz weirde Sackgassen gibt. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie gefällt mir die nicht so. Ja, hier auch. War sie schon wieder down? Na, ich glaube nicht, ne? Könnte sein, dass hier rausgeht aus der Ebene. Ja. Lass die Ebene wechseln. Ja, es gibt auch so ein paar Monster-Kombinationen, die einfach super unangenehm sind. Und dazu zählen die Giftdinger, weil die machen immer so permanent Schaden. Zwar nicht viel, aber slow and steady, und wenn das dann genügend sind oder sich genug hochsteckt, dann ist das auch super unangenehm. Oh. Na, hier war die Sackgasse, ja. Genauso wie hier die Speertypen.
Ich muss zurückkehren. Nicht schlecht. So. Rümmelchens Halskette. Also Kälteschaden drauf. Falls wir doch nochmal sterben und den anderen Char brauchen. Lüpfriger Ring, okay. Ja, aber... Wir haben doch einen Elementarpfeil. Ja, schlüpfrige Ringe haben wir jetzt schon ein paar. Und wenn, dann würde ich ihn auf uralt natürlich behalten. So, naja. Geht so. Laufen wir mal hier lang. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir haben dann die letzte Runde, ne? Oder? Mit U16. Ja, hier geht's raus. Hier hinten versteckt sich manchmal gerne einer. In den normalen Dings gerne ein Goblin, aber... Goblins gibt es hier, glaube ich, nicht in den Greater Rifts. Dafür bekommt man halt diese Blechringe. Das ist so quasi der Ersatz. Klar, die Blechringe können auch ganz normal droppen. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass in den Greater Rifts ein bisschen eine höhere Drop-Rate gibt von diesen Flechtringen. Ich denke immer, na gut, das ist so ein bisschen so dann der Ausgleich für die Leute, die halt Greater Rifts laufen, weil sie halt leveln wollen. Und das ist so ein bisschen so der Ausgleich dafür, dass dann halt keine Goblins gibt. War hier ein... Ich dachte, hier ist noch so eine Fortschrittskugel. Okay, dann ab in die nächste Ebene. Sollte gleich der Boss kommen. Ja, noch ein paar Prozent brauchen wir. Ach, wir sind an der
Ach, wir sind jetzt hier in die Fette. Es gibt hier auch so einen. Ja, besser. Es gibt hier auch noch eine riesen Sackgasse in so einer ähnlichen Map. Ich dachte, wir sind jetzt gerade in diese Sackgasse gelaufen, aber. Ich verstehe mich darauf, Edelstein. Noch einen Run. Dann hätten wir wenigstens schon mal alle auf 65. Leider nicht so. Okay. Ja, brauchen wir nicht. So, noch einen Run, dann haben wir die 75er Raider Rifts abgeschlossen. Und dann geht es dann auch langsam an die höherstufigen, wo es dann auch wieder interessanter wird. Ich will noch nicht hier durchsprinten, weil, ja. Weil wenn die Schlangendinger dann von hinten kommen, ist halt auch ein bisschen unangenehm. Ja. Schaut, oft ist auch eines von da oben so ein Schwein. Wollte ich nur mal kurz rein lucken, aber gehen wir einfach hier unten weiter. Ach nein, nein, nein. Das war nicht gut gemacht von mir. Es könnte sein, dass hier. Ja, okay, hier ist die Sackgasse. Ja, manchmal ist es auch ein bisschen weird, obwohl ich laufen möchte, schießt er dann noch, weil er irgendwo wen anvisiert hat. Ja, die Ebene ist auch ein bisschen unangenehm. Ist jetzt noch nicht so kacke zusammengestellt, dass ich hier die Map verlassen würde. Aber wenn das hier zum Beispiel in einem 110er, 100er Rift oder was wäre, dann würde ich wahrscheinlich das Portal einfach schließen oder rausgehen und ein neues aufmachen. In der Hoffnung, dass dann einfach eine bessere Mob-Zusammenstellung ist. Solange man das hier noch in diesen Stufen wegtanken kann und dann ist es nicht so tragisch. Und in späteren Stufen macht man einfach ein neues Ding auf und ja. Dann sind vielleicht ein paar Schlüssel gewastet, ne? Okay.
Aber du musst dich halt dann nicht rumärgern mit irgendeinem, ja, wenn es irgendwie nicht so passt und dir nicht so liegt, dann ist oft besser, man macht einfach einen neuen Rift, der eine Schlüssel oder was es halt kostet, dann ist im Prinzip egal. Weil man ja sowieso immer wieder neue Schlüssel farmen muss. Und dafür haben wir ja auch unseren Begleiter ausgerüstet, dass wir doppelte Portalsteine farmen. Das heißt, da mal ein bisschen einen Schwund zu haben, wäre auch kein Problem. Also. Aber das sind so die Strategien, die man dann im Hardcore verfolgt. Na, da nimmt man nicht jeden alles dann auf Maximum mit. Sondern ja, man. Je höher, gerade in den Trader Rifts, je höher man kommt, umso pickier wird man. Also ja, versucht man dann sich wirklich nur noch die Rosinen rauszupicken. Ja, 400 Mille hat das jetzt, gute 400 Mille hat das jetzt gekostet, das Level, ne? Also ist dann echt schnell vorbei, oder? Ja, halt leider keine Items, die wir wirklich brauchen oder tragen. Ein bisschen unlucky. Achso, wir wollten jetzt mal auf Helm gehen, ne? Kann nicht mehr tragen. Mein Vater hieß Geet. Ein Schnäppchen. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Das Glück ist mit den Mutigen. Das ist doch nett. Oh, das kann ich das mir nicht leisten. Mir. Dass wir nicht einen Helm bekommen haben. Also wir haben schon Helme bekommen, aber nicht einmal einen Helm von Natalia. Also crazy. Ja, die anderen Helme sind zwar nett, aber bringen uns jetzt gar nichts eigentlich. Achso, wir haben hier noch. Ja, noch 4 Level. Dann haben wir das auch. Gut, ich denke, wir haben wirklich ein gutes Ende für die Folge erreicht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr die Folge am gleichen Tag noch schaut. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge und wünsche euch noch einen schönen Abend. Servus.